steht da. Man kann das getrost wohl Zirkus nennen oder erster Akt des Dramas. Ein angeklagter Ex-Präsident ist ja eine ernste Sache für den Rechtsstaat, aber seine Fans fühlen sich und ihr Idol zu Unrecht angegriffen. Der Staatsanwalt will Trump ins Gefängnis stecken, gleichzeitig aber lässt er täglich Kriminelle laufen. Sie tun alles, um ihn zu stoppen, aber er wird nicht aufgeben und wir auch nicht. Mitten im Getümmel auch republikanische Abgeordnete George Santos und Marjorie Taylor Greene. Beide nicht für ihren Hang zur Wahrheit bekannt, sondern für ihren Drang, Stimmung zu machen. Die Demokraten sind Kommunisten, die Amerika und die Freiheit zerstören. Auch der zweite Akt des Schauspiels ein Spektakel. Keinen Zentimeter fährt Trumps Konvoi unbeobachtet zum Gericht. Maximal öffentlich, die Anklagepunkte da noch geheim. Er soll Schweigegeld für Erotikdarstellerin Stormy Daniels fälschlicherweise als Anwaltskosten verbucht haben, um im Wahlkampf 2016 eine alte Affäre zu vertuschen. Wie jeder andere mutmaßliche Straftäter musste er jetzt seine Fingerabdrücke drinnen abgeben. Auf ein Foto haben sie wohl verzichtet. Aber er war nun offiziell verhaftet, als er kurz vor 2:30 Ortszeit zum Richter ging. Dann der dritte Akt. Mit versteinertem Gesicht erfährt der Angeklagte, der morgens noch eifrig den Richter beschimpft hatte, von den 34 Anklagepunkten wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen und Verstoßes gegen das Wahlgesetz. Nicht nur im Fall Stormy Daniels, sondern auch bei einer zweiten Schweigegeldzahlung an eine weitere Frau. Er plädiert auf nicht schuldig. Dass er nicht über dem Gesetz steht, das ist für sie das Signal des Tages. Ob es am Ende für eine Verurteilung reicht, ist völlig offen. Er musste zum ersten Mal in seinem Leben vor dem Richter stehen und er hat viel Schlechtes gemacht. Er sollte lebenslänglich ins Gefängnis. Er ist eine gefährliche Person und eine Bedrohung für die Demokratie. Bis zu diesem Zeitpunkt alles friedlich. Menschen übten ihr Recht auf Meinungsfreiheit aus und der Rechtsstaat wurde seinem Anspruch wohl gerecht.